Servus und herzlich willkommen zu einer Sendung, in der es heute um harte Kerle und um große Kerle geht. Volleyball ist das Thema, das wir beleuchten wollen. Es gibt nämlich zwei Mannschaften im Münchner Umfeld seit dieser Saison. Zum TSV Herrsching sind auch die Hypo-Tirol Alpenvolleys Haching wiedergekommen. Und da begrüße ich heute den Manager, den Hannes Kronthaler. Und er bringt seinen Sohn mit, Niklas Kronthaler, denn der spielt in dieser Mannschaft, ist auch österreichischer Nationalspieler. Und wir wollen mal schauen, wie diese österreichische-bayerische Kombo sich sozusagen dann hier in der Liga präsentieren wird. Dann werden wir schauen auf das Kaunertal Opening. Ja, die Freeskier und die Freesnowboarder, die haben schon losgelegt. Maximilian Preisinger aus Starnberg war mit dabei, Luis Eckert war mit dabei und natürlich auch Torge Nagel, der Freeski-Fahrer. Wir wollen schauen, wie haben sie abgeschnitten und wie war es so, sich im Schnee zu tummeln. Ja, und beim Rugby, während der Oktoberfestzeit, da wurde das Oktoberfest Sevens ausgespielt, diese olympische Variante. Und der Olympiasieger, die Fidschi-Inseln, waren hier. Australien war mit dabei, es war mit dabei England, es war Deutschland mit dabei. Und derjenige, der das mitorganisiert hat, Micky Neuner, der ist heute auch im Studio zu Gast, sitzt hier schon zu meiner Rechten. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Micky. Hallo, grüß dich. Los. Und zu meiner Linken, da sitzen zwei Spieler vom Münchner Rugby Football Club. Die haben nämlich beim Amateurturnier mitgespielt, was auch ausgetragen worden ist während der Oktoberfestzeit und durften beide im Olympiastadion spielen vor 15.000 Leuten. Ich sage herzlich willkommen, Sam Cross und Niklas Graf. Servus. Und jetzt ja, dürft ihr mal sagen, ob ihr es schon verarbeitet habt, vor 15.000 Leuten zu spielen, ob es jetzt noch kribbelt, ob es jetzt schon wieder Alltag geworden ist, Sam. Komm, wie war's? Ist noch kaum zu glauben. Wir standen am Tunnel und haben das Publikum gehört, wie sie dann auf das Spiel von Deutschland und Frankreich geschaut haben. Die Deutschen haben gewonnen, kann man an der Stelle sagen. Genau, und deswegen war die Stimme richtig groß und großartig. Und ja, wir sind danach aufs Feld gelaufen und ja, Nick drehte sich um, wir haben uns in die Augen geschaut und ja, da haben wir einfach gelächelt, weil das konnten wir kaum nicht glauben. Umgedreht, weil du gucken wolltest, ob die anderen wirklich hinter dir herkommen oder ob sie sich verdrückt haben bei dem Lärm, bei der Masse? Ja, es ist natürlich, wenn man da vorne, also wenn man als Erster vorne steht im Tunnel und sowas, dann, wie gesagt, den Lärm natürlich hört und sowas, dann wird man nervös. Und dann habe ich natürlich lieber zu meinen Teamkameraden zurückgeschaut, um eben zu wissen, ja, die sind auch dabei. Also wir gehen da jetzt alle zusammen raus, spielen Rugby und das werden wir in unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr vergessen, dass wir eben die Chance hatten, im Olympiastadion zu spielen. Ja, das wissen wir noch nicht, weil wir wollen ja gucken. Wenn es das Turnier wieder gibt, dann könnt ihr vielleicht wieder in diese Situation kommen. Micky arbeitet sicherlich schon im Hintergrund dran, aber jetzt wollen wir erst mal schauen auf das, was gewesen ist. Und Micky, wir haben tolle Aufnahmen von diesen Oktoberfest-Sevens und wollen diese Sima-Variante des Rugbys ja auch mal vorstellen. Das darfst du jetzt übernehmen, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich sag Mats ab, Oktoberfest-Seven im Münchner Olympiastadion. Ja, 15.000 Leute waren allein am Finaltag da. Habt ihr damit gerechnet, dass das wirklich so gut besucht ist, Micky? Also die Stimmung war wirklich, wirklich außerordentlich gut, wirklich fantastisch. Über beide Tage haben wir weit über 23.000 Zuschauer gehabt. Und das ist schon eine schöne Hausnummer dafür, dass nur der überdachte Teil im Verkauf war. Wir sehen hier jetzt die deutsche Mannschaft einlaufen gegen England in wunderschönen Trikots. Und wir sehen auch, dass die Stimmung wirklich klasse war. Man verkleidet sich beim 7er Rugby auch. Das ist ein unheimlicher Mannschaftssport. Hier sehen wir sie unmittelbar vor dem Spiel. Und Deutschland konnte England schlagen, konnte Frankreich schlagen, auch Argentinien. Und das ist eigentlich schon überraschend, weil das alles Mannschaften sind, die im Profizirkus auf der Sevens World Series standardmäßig spielen. Da wollen die Deutschen auch hin. Schöner Versuch an dieser Stelle von Anjo Buckmann, der den Ball ablegen kann und da die ersten Punkte einfährt. Wir können dazu sagen, es heißt ja nicht nur Sevens, einfach so, sondern es sind wirklich nur 7 Spieler pro Team auf dem Feld, das trotzdem die Abmaße von einem normalen Rugby-Spiel hat. Genau, also von Mahllinie zu Mahllinie kann man sich vorstellen. Man sieht es im Olympiastadion an dieser Stelle, es ist ungefähr genauso lang wie ein Fußballfeld. Es spielen 7 Leute gegen 7 mit 2x7 Minuten, das ist also unheimlich und schnell. Und mit Videobeweis, den es ja jetzt auch in der Fußball-Bundesliga seit dieser Saison gibt. Beim Rugby, glaube ich, ist das schon länger Standard. Das ist seit langem Standard und auch unumstritten eigentlich, weil nur der Schiedsrichter selber entscheidet, wenn er sich nicht sicher ist, dass er den Videobeweis antreten will. An der Stelle hat er entschieden, der Ball fiel also aus der Hand. War kein Versuch an der Stelle. Dafür gibt es keine Punkte. Aber am Ende trotzdem gereicht. Hat am Ende trotzdem gereicht. Hier sehen wir einen schönen Durchbruch. Und kann also den Ball unter den Mahlstangen ablegen. Das gibt 5 Punkte. Und das nächste, was auch sozusagen ja auf den Namen zurückzuführen ist,
Sevens, es geht immer 7 Minuten pro Halbzeit. Also es ist auch ein sehr kurzes, sehr intensives Spiel dadurch. Absolut. Also wir haben an beiden Tagen jeweils 18 Spiele gehabt, nur fürs Pro-Turnier. Da ist wirklich was geboten. Also wir haben jede Menge Versuche gesehen. So alle 2 Minuten ungefähr fällt ein Versuch. Hier sehen wir jetzt das Finale. Australien gegen Fidschi mit einem schönen Kick in die Arme. Und auch hier wirklich ein wunderschöner Versuch. Da rührt sich was. Also das ist wirklich Non-Stop-Action über den gesamten Tag. Es ist vor allen Dingen auch ein permanentes Angriffsspiel. Also großartig Verteidigung und damit Zeitschinden. Also kann wahrscheinlich gar keine Mannschaft sich erlauben. Zeitschinden ist bei 7 Minuten nicht viel drin. Ja? Also es geht immer auf Angriff. Klar kann man ein bisschen taktisch auf Ball halten, spielen, aber am Schluss zählen nur die Versuche. Und hier sehen wir wirklich einen wunderschönen Einzellauf mit ein paar Sidesteps. Und jetzt kann er mal kurz durchschnaufen nach dem Sprint. Ja gut, da waren die Australier zu dem Zeitpunkt auch schon deutlich in Führung und haben den Olympiasieger Fidschi dann auch geschlagen. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber die Spieler von den Fidschis, die wirkten im Finale dann nachher schon fast müde. Aber war der Tank leer? Ich glaube, da war der Tank ein bisschen leer. Und man darf nicht vergessen, dass Australien so ein bisschen einen Neustart hinter sich hat. Die haben jetzt lange auf der Serie nichts gewonnen. Die wollten wirklich gewinnen. Die wollten das als Neustart nutzen, um auch wirklich jetzt die Serie zu starten und nochmal anzugreifen auf die Weltspitze, in der sie sich befinden, aber schon lange nichts mehr gewonnen haben. Die hatten auch so ein, ich will fast sagen, kleines Heimspiel vielleicht gegenüber den Fidschis, denn gerade zur Oktoberfestzeit kommen ja einfach auch relativ viele Australier, die ihre Europareise so gestalten, dass sie dann immer in München aufschlagen. Also ihr hattet ja ein sehr internationales Publikum nachher. Und wenn du sagst, über 23.000 Zuschauer insgesamt an diesen beiden Tagen, mit wie viel habt ihr denn im Vorfeld gerechnet und mit wie viel habt ihr vielleicht gehofft? Naja, die Hoffnung ist immer ganz, ganz groß. Also die Hoffnung ist, dass dieses Turnier über die nächsten Jahre wächst und irgendwann wir nicht nur die bedachte Seite aufmachen, sondern das komplette Stadion füllen können. Aber in diesem Jahr war das Ganze schon ziemlich in den Erwartungen. Also wir haben schon so um die 20 bis 25 haben wir gerechnet. Mit der Tageskasse muss man noch ein bisschen spekulieren. Das ist immer ein bisschen eine Wundertüte. Das hat gut funktioniert und wir waren also schon zufrieden, vor allem mit der Stimmung. Denn das, was die innerhalb dieses Stadions abgefackelt haben, war wirklich toll. War wirklich richtig gut. Die deutsche Nationalmannschaft war ein bisschen die Überraschungsmannschaft, vielleicht sogar in diesem Turnier, die sich ja gegen die Top-Mannschaften aus der Welt so stark präsentiert hat, am Ende Fünfter geworden ist. Das war die Überraschung? Es war auf jeden Fall eine Überraschung, dass sie dann am Schluss doch so gut abschneiden, dass sie oben an der Weltspitze dran schnuppern. Das wussten wir vorher. Sie haben mit einem Spiel knapp gegen Spanien verloren in Hongkong zuletzt und damit hätten sie sich für die World Series qualifiziert. Spanien hat das gemacht, die waren auch dabei, aber die konnten wir deutlich hinter uns lassen. Das heißt, für die nächste Saison ist das Ziel für Deutschland eigentlich klar. Sie wollen auf diesen Weltzirkus. Und ja, dafür haben sie alles gegeben. Und ich glaube, der Heimbonus, der motiviert nochmal zusätzlich einmal auf heimischem Boden in so einer großen Atmosphäre zu spielen, glaube ich, hat den Jungs wirklich Flügel gegeben. Du meinst gerade so ausverkauftes Stadion, 69.000 Zuschauer, das wäre der ganz große Traum gewesen. Es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, wie ihr das schaffen könnt. Ja, magst du es mir verraten? Freibier. Ja, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen härter dran arbeiten. Ich weiß auch nicht, ob die Stadt München dann so total dahinter wäre. Ich glaube, wir müssen es mit den sportlichen Varianten probieren, dass wir da noch ein bisschen wachsen können. Naja, wenn es eine gute Kombination aus Sport und Feier gibt. Dafür steht Siebener Rugby. Und ich glaube, wenn man in den ein oder anderen Bildern gesehen hat, dass die Party auch auf den Rängen stattgefunden hat, sind wir da auf einem guten Weg. Allein mit Freiburg wird es nicht funktionieren, aber wir geben uns Mühe, dass die Stimmung insgesamt passt, dass es wachsen kann. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Wäre ein guter Katalysator auf jeden Fall. Ein Turnier wird bald seit 39 Jahren ausgespielt. Das ist ein internationales Seven-Turnier und das wird hier in München dementsprechend lang schon auch parallel immer zur Oktoberfestzeit ausgetragen. Nur eben mit der Möglichkeit, in einem so großen Rahmen eingebettet zu sein, das gab es bisher noch nicht. Ihr wart im Finale, wart ihr damit neben der deutschen Nationalmannschaft sozusagen die Überraschungsmannschaft bei diesem Amateurturnier? Also ich meine, das Ziel war natürlich schon, also zu Beginn des Turniers war natürlich schon, ins Finale zu kommen. Aber dann eben das wirklich zu schaffen, ist natürlich wieder eine andere Sache. Also wir haben darauf gehofft, wir haben uns zum Ziel gesetzt als Mannschaft, dass wir ins Finale wollen, eben weil ja eben die Möglichkeit da war, im Olympiastadion zu spielen. Aber dann eben das alles noch umzusetzen und dass das wirklich so gut geklappt hat, weil wir hatten wirklich, auch im Halbfinale hatten wir ein sehr enges Spiel. Und dann, das war richtig nochmal, und dann noch ins Finale zu kommen, nach so, also, nach, nach,
nach diesem engen Spiel im Halbfinale und dann eben im Finale stehen zu dürfen und da eben auch nochmal relativ gut zu spielen, ist Wahnsinn. Also es war jetzt, glaube ich, gleich mein viertes, also Oktoberfest Sevens Classic Turnier. Und jetzt, dass es dann eben von früher, eben haben wir in Giesing gespielt, dass es dann jetzt eben das Finale, also dass wir dann die Möglichkeit hatten, im Olympiastadion zu spielen und davor auf der ZHS mit super Plätzen, alles super angelegt, super durchgeplant, das war natürlich schon nochmal richtige Motivation auch. Verloren habt ihr im Finale gegen das Team Schusterhäusel. Das ist relativ eigen, dieser Name, und es ist auch irgendwie eine Art, ja, internationale Kombinationsmannschaft. Ja, es ist eigentlich so eine Piratenmannschaft, also eine Kombinationsmannschaft. Es gibt so eine Gaststätte da im Norden Münchens, glaube ich, das heißt Schusterhäusel Inn. Und ja, die haben schon viele Verbindungen mit Neuseeland und Fiji, glaube ich sogar. Und ja, da waren viele dabei, die ein sehr, sehr gutes Niveau gespielt haben damals. Und ich glaube, einer, der sogar dann bei Otago mitgespielt hat und eine ehemalige nationale Jugendspieler. Also das kann man schon sagen, sie waren gut. Und gegen den spielen zu können, auch dann, dass wir auch eine gute Leistung gebracht haben, davon sind wir echt stolz, und auch die ehemaligen Spieler und alle, die irgendwas mit dem Verein zu tun gehabt haben, da in der Vergangenheit, waren alle echt stolz. Jetzt spielt ihr beim Münchner Rugby Football Club, spielt in der zweiten Bundesliga Süd, seid im Augenblick Tabellendritter. Die Saison läuft ja. Am kommenden Wochenende ist das Derby gegen das Team Stuster, also Studentenstadt München. Wie hat sich denn jetzt einmal dieses Oktoberfest-Turnier vielleicht ausgewirkt mittlerweile bei euch auf den Verein, auf Studentenstadt? Unterföhring ist die dritte Mannschaft aus dem Münchner Bereich in der zweiten Liga. Gibt es einen Rücklauf? Kommen plötzlich junge Männer, junge Frauen und sagen, hey, Football, Rugby, wir wollen spielen? Also den Zulauf von dem, den haben wir das ganze Jahr über. Wir haben eben viele Studenten, die kommen aus dem Ausland und wollen dann eben mitspielen und sowas. Aber jetzt nach dem Sevens-Turnier hatten wir auch wirklich direkt in der Woche danach wirklich, es war eine Woche, da sind viele Spieler dazugekommen, neu. Und auch viele eben, die schon vorher Rugby gespielt haben, die das vielleicht irgendwie als Anstoß gesehen haben, okay, ich wohne hier in München, ich will es doch wieder anfangen. Und das ist natürlich super. Und auch uns selber als Team natürlich, dadurch, dass wir ins Finale gekommen sind, hat es natürlich auch mal einen riesen Ehrgeiz gegeben, dass wir eben das auch im 15er Rugby jetzt so weiterführen wollen. Das heißt, in der Liga spielt ihr natürlich die 15er-Version, Das ist ja die bekanntere. Ja. Die 7er-Version ist olympisch mittlerweile. Was spielst du lieber, Sam? Spielst du über diese kleinere Kombination, die ja wesentlich schneller dann auch gespielt wird? Ich mag, dass ich dann beide spielen darf. Also es ist irgendwie sehr gut für mich, dass ich dann im Sommer 7er spielen kann und dann im Winter eher 15er. Das bedeutet, hat so zur Folge gehabt, dass ich dann nicht mehr dieses Sommer so viel Cricket spielen konnte, weil das spiele ich auch. Ich bin ja der typische Engländer, muss man sagen, in dem Sinne. Ja. Dann musst du auch noch Snooker spielen. Ja, das gehört auch dazu, und Dart und dann auch ja ein bisschen danach feiern. Ich spiele lieber 15er, muss man sagen, aber 7er macht schon Spaß und es ist gute Abwechslung für den Sommer, finde ich. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Rugby ist ein Sport gedacht für Hooligans, gespielt von Gentlemen. Wenn ich sehe, ihr habt beide Clubkrawatte, Hemd, Sakko an, also müsst ihr mir eigentlich mal ein Beispiel an euch nehmen. Es ist aber auch so, wenn ihr dann Spiele austragt, Heimspiele, dann heißt es nicht nur Spiel, sportlicher Wettkampf, danach, es wird mit der Gastmannschaft danach noch zusammen gefeiert, es wird zusammen noch ein Abendessen eingenommen. Ist das so dieser Gentleman-Gedanke, dass man so zum Sport auch so ein bisschen das Drumherum auch pflegt? Ich glaube schon. Also irgendwie für mich, wenn nach dem Spiel oder sowas, und egal, was auf dem Platz passiert ist oder sowas, auch wenn da irgendwie, wenn jemand verletzt wurde oder sowas, oder irgendwie man wurde von einem Gegenspieler hart getackelt oder sowas, das ist, sobald das Spiel vorbei ist, bleibt es eben auf dem Platz. Und dann ist es natürlich, ist auch immer schön, irgendwie dann so die Gegenspieler kennenzulernen, weil auf dem Platz sind es halt deine Gegenspieler und sowas, und die will man eben schlagen. Und dann eben danach die Möglichkeit zu haben, eben mit denen zu kommunizieren und ganz einfach freundlich irgendwie dann noch zu socialisen, ist natürlich, also es gehört dazu für mich. Was hast du für Erwartungen ans Spiel, ans kommende Wochenende? Derby gegen Studentenstadt. Ja, es ist eigentlich so ein Doppel-Derby-Tag. Also wir spielen mit unserer erste und zweite Mannschaft gegen Stuster. Also das wird schon hart sein. Also wir erwarten dann viele Zuschauer. Es kommt normalerweise vor bei den Spielern gegen Stuster, dass wir dann... Wie viele Zuschauer habt ihr denn bei so einem Ligaspiel? Bei so einem Ligenspiel, also diesen Samstag hatten wir ja geschätzt 100 oder so. 150. Ja. 150. Etwas weniger als im Olympiastadion, ja. Ja, genau.
Aber das kommt, das wächst dann irgendwie in meinem Markt. Also ich spiele dann seit 4 Jahren in Deutschland Rugby und ich merke schon, seitdem ich in Regensburg angefangen habe, ich bin nach München gekommen vor 2 Jahren und dann, man merkt schon, es wächst ständig. Und seitdem ich in Deutschland Rugby spiele, ist es schon gewachsen. Das ist quasi in Regensburg ein Auslandsaufenthalt, wenn man das aus Münchner Sicht betrachtet. Ja, also ich bin da mal mein Auslandsjahr gemacht da an der Uni. in Regensburg. Ja. Drückt euch die Daumen, dass es ein tolles Spiel wird, das Derby. Und jetzt, Micky, ja, wollen wir hören. Geht's weiter? Oktoberfest Sevens 2018, 19, 20 und. Ja, das große Ziel ist natürlich, dass es weitergeht. Wir haben vor dem Turnier bereits gesagt, wir wollen auf die World Series kommen. Wir wollen Teil dieses Zirkuses werden, der aktuell aus 10 Turnieren besteht, wo Las Vegas dabei ist, wo Hongkong dabei ist, wo Dubai dabei ist. Das ist unser Ziel. Da fahren wir mit von München TV und machen dann Berichterstattung. Wunderbar, ich nehme dich beim Wort. vielleicht mache ich dann den Ton oder die Kamera für dich, dann sind die Tickets bezahlt. Nein, aktuell schauen wir uns alles an. Das Feedback von den Zuschauern war phänomenal, das Feedback von den Teams war super. Wir konnten zeigen, dass wir auf diesem Niveau ein Turnier organisieren können und das zeigen konnten, dass sowohl dem Weltverband als auch der Stadt München, dass Rugby in München funktioniert und funktionieren kann. Jetzt müssen wir alles zusammenführen, müssen die Unterstützung einholen vom Weltverband, aber auch von der Stadt München, von der wir Unterstützung brauchen, damit wir es die nächsten Jahre auch weitermachen können. Wir wollen das, wir wollen uns bewerben für die World Series und aktuell sieht alles danach aus, dass wir nächstes Jahr am 3. Wiesnwochenende wieder ins Olympiastadion einladen können. Oh, das klingt schon mal sehr gut. Ich meine, es wäre alles da. Das Olympiastadion steht zur Verfügung. Ich denke mal, der Olympiapark hätte nichts dagegen, wenn es so ein Ereignis wieder gibt. Die Fans wären sicherlich wieder groß begeistert. Und zum Abschluss aber wirklich jetzt noch, ging es einfach darum, dass ihr die Teams eingeladen habt und ihr sagt, ja, wir kommen, weil es ein gut organisiertes Turnier ist, es sind gute Mannschaften als Gegner dabei, München ist schön. Oder war das Hauptfund, mit dem ihr wuchern konntet, dass ihr gesagt habt, wir haben Oktoberfest, wir gehen mit euch, mit den Teams dann auch nochmal raus auf die Wiesen? Ich glaube, es waren mehrere Sachen, die sie motiviert haben. Das eine ist tatsächlich das Teilnehmerfeld, das sowohl absolute Weltelite hatte, wirklich also aus den Top 10 hatten wir 7 Mannschaften, als auch so ein paar Mannschaften, die eben an dieses Weltniveau ranschnuppern können, wie Chile, wie Deutschland, wie Uganda. Diese Mischung war perfekt für so einen Vorbereitungsmodus, weil die Serie startet jetzt in wenigen Wochen. Zum anderen natürlich war es auch eine Motivation, nach München zu kommen, wo die alle noch nicht gespielt haben, was Neues zu haben. Und wir haben alle eingeladen. Am Sonntag waren wir mit knapp 250 Leuten auf dem Oktoberfest auf der Wiesn. Und ich glaube, da konnten wir die auch noch mal begeistern, dass in München ja einfach was anderes passiert, wie auf allen anderen Turnieren, die es so gibt. Micky, war eine tolle Sache. Wäre schön, wenn es weitergeht. Ich würde mich freuen. Danke, dass ihr Zeit genommen habt, heute für heute zu schauen. Danke euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wir machen jetzt zu dieser Zeit eine kleine Pause. Dann geht es weiter mit dem Thema Volleyball. Wie gesagt, es gibt ja mit den Volleyball-Hachingern und mit den Innsbruckern jetzt diese Kooperation. Und da schauen wir dann gleich dann rein. Vorher aber, da geht es ums Kaunertal Opening. Da sind die Freeskier und die Freesnowboarder jetzt sozusagen das erste Mal richtig auf die Piste wieder gegangen, haben auch die ersten Wettbewerbe ausgefahren. Wie es gelaufen ist für die Starter aus Bayern, das sehen Sie jetzt. Das lange Warten hat ein Ende. Endlich steht der Winter vor der Tür. Bei der 32. Ausgabe des legendären Kaunertal Opening gibt es Snowboard- und Freeski-Action vom Feinsten. Ich komme jedes Jahr wieder ins Kaunertal, weil ich hier immer einen Haufen Freunde treffe, die ich sonst nicht so treffe, die eher den Allgäuer Gletscherkartenraum abgedeckt haben und deswegen nicht so auf die Tiroler Gletscher kommen, auf die anderen Gletscher kommen, die in der Tirolkarte sind. Und sonst, ja, ich komme jetzt schon echt ziemlich lange her, ich glaube, seit ich 13 bin oder sowas, also jetzt schon 6-7 Jahre. Und es ist jedes Jahr immer wieder cool. So alt bin ich leider noch nicht, dass ich bei allen 32 Kaunertal Openings gewesen bin. Bei mir ist, glaube ich, dies jetzt das 10. Jahr Kaunertal Opening. Seitdem ich in Innsbruck seit ein paar Jahren wohne, ist das natürlich ein bisschen einfacher, als aus Hamburg herzureisen. Aber es ist, wie gesagt, jedes Jahr mal ein geiler Saisonstart und macht mega Spaß, einfach mit den Leuten hier zu sein. Zum Start in die neue Schneesaison können hier Freizeit-Wintersportler gratis neue Ausrüstung testen. Daneben zieht es auch viele Top-Snowboarder, Freeskier und Skateboarder auf den jüngsten Gletscher Tirols. Ich komme auf jeden Fall immer jedes Jahr gerne wieder her und habe hier immer eine gute Zeit mit allen Leuten. Und der Park ist jetzt, seitdem es auch diese halbe Meile Zipline gibt, ziemlich cool und da macht Spaß. Mega nice. Also das Kaunertal hat einen super geilen Park dieses Jahr wieder hier hingestellt. Das Wetter ist Bombe. Super warme Temperaturen, schon fast wie im Frühling.
Beim ersten Contest der Saison wollen die Freestyle-Pros Appetit auf den Winter machen. Viele der angereisten Profis rechnen sich Siegchancen aus und zeigen im Kaunertal, dass sie im Sommer nichts verlernt haben. Dritter wird der 18-jährige Österreicher Michael Schallner mit 85,6 Punkten. Tobias Müller, ebenfalls Österreicher, greift ganz tief in seine Trickkiste und sichert sich den zweiten Platz mit 87,2 Punkten. Mann des Tages ist der sympathische 20-jährige Österreicher Manuel Pleifer. Er holt sagenhafte 92 Punkte. Der Deutsche Torge Nagel präsentiert sich auch stark, aber noch verbesserungsfähig. Ja, das Spezielle ist einfach wirklich, dass der erste gute Jibpark immer im Sommer, nach dem Sommer ist. Im Vergleich zu den anderen Gletschern ist das auf jeden Fall auf einem anderen Level hier. Und ja, es ist einfach eine geile Zeit, den ersten Wochenende im Winter auf den Berg zu verbringen. Ja, es sind schon eher ein Mini-Slope-Style und ein bisschen eng. Ich finde die Idee ganz cool, ich würde es ein bisschen anders machen. Ich hätte nicht drei Jumps gebaut, ich hätte vielleicht zwei gemacht, weil dann wäre es ein bisschen entspannter zum Fahren gewesen, nicht ganz so stressig. Aber die Idee ist cool und das Konzept könnte man auf jeden Fall beibehalten. Beim Snowboard-Contest zeigen 20 der besten Snowboarder aus Europa ihre Tricks. Den dritten Platz sichert sich der 23-jährige Iliano Lauzi. Der Italiener sammelt 80 Punkte. Auf dem zweiten Platz landet überraschend der Deutsche Luis Eckert. Er glänzt mit einem super sauberen Style und perfekt ausgeführten Manövern, die ihm 81 Punkte bescheren. Ich fand es super toll heute. Ich meine, ich wurde Zweiter, super Tag. Besser kann es nicht sein. Sonne überall, coole Leute. War nice. Freue mich riesig, hier zu sein. Und dass ich natürlich Zweiter wurde bei dem Wettkampf. Aber Props auch an alle anderen. Ein geiler Contest. Für mich ist es heute ganz okay gelaufen. Ich habe zwar was hingestellt, aber mein zweiter Run ist mir jetzt nicht so ganz aufgegangen. Macht nichts. Platzierungsmäßig weiß ich gerade gar nicht, was ich geworden bin. Keine Ahnung. Es war ein bisschen schwierig zu fahren, weil die Takeoffs ein bisschen weich waren und alles recht eng gebaut war. Aber ansonsten war es, glaube ich, dieses Jahr hatten sie mehr Glück mit dem Schnee drum, war das Setup größer als sonst. Also war es ganz cool. Ganz oben auf das Podium springt der Finne Rope Tonteri. Er überzeugt die Judges mit seinem unverwechselbaren Style sowie seinen präzisen Landungen. Mit 89 Punkten gewinnt er souverän den Contest. Saisonhöhepunkte und Ziele dieses Jahr. Also das höchste Ziel ist wie immer unverletzt bleiben, die komplette Saison. Und sonst habe ich noch keinen wirklichen Plan. Ich würde gerne ein paar Contests mitfahren, ein bisschen filmen, durch die Bank alles so ein bisschen. Ein weiteres Zuckerl für die angereisten Wintersportler ist die halbe Meile Parcours, der keinen Wunsch übrig lässt, außer brennende Beine am Ende. Die Half-Mile-Jibline ist echt krass, also sie ist schon lang und am Ende brennen schon die Füße und man ist aus der Puste und freut sich auf jeden Fall auf die nächste Line natürlich und dass man kurz verschnaufen kann im Lift. Mit der Half-Mile-Jibline, die sie dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal gebaut haben, ist natürlich noch mal um einiges geiler geworden. Die haben dies hier mit dem neuen guten Schnee wirklich echt ein fettes Setup aufgestellt, wo man echt viele Tricks machen kann in einer Line und gar nicht weiß, wo welches Obstacle als nächstes kommt. Mit dem Start der ersten Volleyball-Bundesliga gibt es vielleicht auch eine neue, sich heranentwickelnde sportliche Rivalität, quasi Alpen-Derbys, die dann bald ausgespielt werden. Zwischen dem TSV Herrsching, dessen Trainer Max Hauser bereits Platz genommen hat und heute mal dann sagen wird, wie es eigentlich dazu kam, dass es jetzt eine zweite Mannschaft gibt, die mit dem schönen Namen Hypotirol Alpenvolleys Haching ins Rennen geht. Und eine Kombination ist aus Innsbruck und Unterhaching. Und da begrüße ich gerne heute Hannes Kronthaler, den Manager, und Niklas Kronthaler, der ebenfalls dort spielt, als Außenangreifer. Grüß Gott, Jan. Grüß Herr. So, Max, jetzt stehst du da. Alpen-Derbys, können wir so schon mal drüber schreiben als großen Begriff? Ja, Derby auf jeden Fall. Ich freue mich schon riesig drauf, also dieses Jahr, dass wir auswärts mit der S-Bahn hinfahren können, weil das Spiel findet ja in München statt. Und ja, ich denke, es werden spannende Spiele und ich glaube, dass für uns ist es eine gute Sache. Ist mir deutlich lieber, als irgendwo in den Norden zu fahren. Ja, wir können es ganz klar sagen, Husum war ebenfalls ein Anwärter für diese Wildcard, die ja vergeben worden ist. Und dadurch kam es ja zu dieser Kombination aus Innsbruck und Unterhaching, die jetzt dann sich zusammengeschlossen haben, mit eurer tatkräftigen Hilfe. Ihr habt eigentlich erst so richtig angeregt, hey Leute, es gibt eine Wildcard für die erste Liga.
ich war da nicht dabei. Ich glaube, der André Bugel war das. Die saßen mit Hannes Grunter. Saßen mit den Alpenvolleys oder mit den damals noch Hypo-Tirol Innsbruck in Innsbruck zusammen und habe euch gesagt, das wäre doch was für euch. Und ja, ich glaube, da, wie das genau zustande gekommen ist, ist dann ja nicht mein Bier, sondern ich glaube, das haben die dann geregelt. Bevor wir dann die Herren fragen, wie es denn genau abgelaufen ist und wie sich das jetzt gestaltet, wollen wir noch reinschauen bei euch. TSV Herrsching, ihr seid auch ein bisschen Umbruch von der Mannschaft her. Ihr seid, ich möchte was sagen, im positiven Sinne verschrien als ja, die Gaudi-Mannschaft schlechthin in der Liga, die auch für, ich möchte sagen, jeden Spaß zu haben ist. Und André Bugel, du hast ihn gerade erwähnt, der Mann, der für euch ja auch die ganzen Presse- und PR-Sachen macht, der hat mir den Jahresfilm zugeschickt. Du darfst mal ein bisschen was drüber erzählen. Wir wollen mal reingucken, was da so alles zu sehen ist. Denn eines ist klar, TSV Herrsching, der GCDW, der geilste Club der Welt, ist kein normaler Club. Das sieht man jetzt schon mal anhand der ersten Bilder. Max, was macht euch da so aus? Was macht euch da so wild? Naja, wir machen halt das, was wir machen, versuchen wir halt gut zu machen. Ja? Ob das jetzt der sportliche Teil ist, genauso wie unsere Heimspiele. Wir versuchen, alle mit einzubinden, die Fans, die Sponsoren, letztendlich jeden, der da in der Halle aufläuft. Und die Leute inzwischen lieben uns dafür und ich denke, wir sind auch ein bisschen Kult geworden. Und ja, wir versuchen auch jedes Jahr besser zu werden. Also wir kommen aus der untersten Liga und aktuell schaut es so aus. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 10 Jahren auch noch deutlich besser wird, weil zufrieden bin ich noch nicht. Aber bei euch ist so, ein Spieltag ist nicht einfach nur ein sportlicher Vergleich mit einer anderen Mannschaft, sondern das Ganze wird zelebriert. Das ist eine Philosophie, die habt ihr ja verfolgt in diesen Jahren, in denen ihr so allmählich aufgestiegen seid, weil ihr gemerkt habt, ihr müsst mehr bieten als rein Sport? Nö, wir waren schon immer so. Also letztendlich haben wir von Anfang an alles immer versucht, eben ein bisschen anders zu machen. Ich war schon vor 10 Jahren ein bisschen angepisst von dem etwas faden Volleyball-Image und auch die Herangehensweise, gegen welche Mauern man dann immer rennt. Und wir haben es halt einfach immer so gemacht, wie wir es für richtig gehalten haben. Und das kann man dann gut finden, kann man schlecht finden, aber am Ende war es bisher erfolgreich und ich hoffe, dass es auch in Zukunft erfolgreich ist. Also ja, also wenn ich jetzt das anschaue, ich bin halt immer dann noch bei vielen nicht zufrieden. Wird das Trachtenoutfit weiterhin getragen vom TSV Herrsching? Natürlich wird auch das wurde zum letzten Jahr zum besten Trikot der Welt gewählt von einer der größten Volleyballseiten und natürlich muss das weiterentwickelt werden. Wir haben es auch vorgestern vorgestellt, quasi Weltpremiere gibt es jetzt im Fernsehen hier für euch und natürlich wird auch das weiterentwickelt und ja, so wie alles andere in kleinen Schritten Step by Step weiterentwickelt werden muss. Was sich verändert bei euch, ist sicherlich der Kader. Ihr habt einen ordentlichen Umbruch drin, da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Hier sehen wir jetzt, glaube ich, dann so leicht immer so angedeutet das neue Trikot. Also, ihr macht es noch ein bisschen geheimnisvoll, die Sache. Ja, es war ja auch ein Geheimnis. Es wurde erst von, ich kenne den Film jetzt auch noch nicht lang, weil der, wie gesagt, Weltpremiere war erst vor ein paar Tagen nur den Sponsoren zugänglich. Und ja, das Trikot habe ich jetzt so auch live noch nicht gesehen, sondern das wird erst am ersten Spieltag letztendlich am Leib zu sehen sein, weil es eben was Besonderes sein soll. Der erste Spieltag, den habt ihr bereits absolviert. Die Herrsching, ja, die sind erst noch dran. Okay, es gab zum Einstand eine Niederlage gegen den Supercup-Gewinner, gegen Friedrichshafen, eine der Spitzenmannschaften seit Jahren ja in Deutschland. Dennoch so, wie hat sich's angelassen, so das Abenteuer Bundesliga? Wie war es, Niklas, so das erste Spiel in ja der neuen Liga zu bestreiten? Ja, es war für mich ein Wahnsinn. Es war das erste Auswärtsspiel seit vielen Jahren für mich, vor 2000 Leuten. Die Stimmung war kein Vergleich zu den letzten Jahren. Das Ergebnis ist nichts gewünschter gewesen, vor allem, weil wir eigentlich einen sehr guten ersten Satz gespielt haben, haben den dann leider nicht nach Hause bringen können nach 19-14 Führung. Danach ist dann ein bisschen ein Bruch im Spiel von uns gewesen. Wir haben nicht mehr ganz anknüpfen können an die Leistung vom ersten Satz. Aber der Start war echt überwältigend für mich jetzt persönlich. Und ich hoffe, dass wir am Samstag bei unserem ersten Heimspiel vielleicht vor einer ähnlichen Kulisse unseren ersten Sieg einfahren können. Was heißt denn jetzt so für dich? Jetzt spielst du in der deutschen Bundesliga. Ihr habt jahrelang, also der Innsbrucker Verein hat in Österreich dominiert. Ihr seid, glaube ich, seit 2004 10-mal Meister geworden. Also da war im Prinzip auf weiter Flur kaum was, außer dass ihr da alles weggehauen habt.
Ja, es ist schon ganz Anfang von der Trainingswoche ganz anders, wenn du am Montag ins Training gehst und nicht weißt, wie du am Samstag spielst. Weil wir haben teilweise letztes Jahr Spiele gehabt, wo wir gewusst haben, wir fahren hin und das Ergebnis ist eigentlich im Vorhinein schon festgestanden. Und jetzt ist es jeden Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann wir spielen, so, dass wir 120% geben müssen, wenn wir gewinnen wollen und unser Ziel, 5. Platz, erreichen wollen. Und deswegen ist schon die Trainingsintensität in der Woche ganz anders. Jeder ist extrem motiviert und gibt alles, um einen Startplatz für den Samstag zu ergattern. So, wir hören gleich rein. Also 5. Platz wird so als Ziel ausgegeben. Also ihr wollt nicht erst mal gucken, dass wir irgendwie, dass euch da in die Liga mogelt, sondern von Anfang an wollt ihr mitmischen. Das ist richtig. Ich meine, ich glaube, wir schätzen uns richtig ein mit dem 5. Platz. Ich bin nicht zu vermessen. Habe ja Champions League gespielt mit unserem Verein, wo ich Friedrichshafen, Berlin und jetzt auch Frankfurt kenne. Aber ich glaube, wir wissen uns richtig einzuschätzen. Ich glaube, dass sogar der 5. Platz für einen Newcomer, oder wir sind ja jetzt nach der Papierform einer Newcomer, aber doch vom Verein nicht, ein herausforderndes Ziel ist. Man sieht ja, es gibt Mannschaften wie Herrsching. Düren hat sich sehr gut verstärkt und auch nach uns gibt es ein paar. Also ich glaube, dass es da 4, 5 Mannschaften gibt, die um den 5. Platz kämpfen. Und gerade für uns als Verein ist es ja ganz wichtig, der das Verlieren nicht gewohnt ist, sich auf die neue Situation einzustellen. Also ein Spiel wie gegen Friedrichshafen, wo man doch eine Chance gehabt hat, verloren hat, muss man relativ schnell abhackeln, um die nächsten Aufgaben und auch die Pflichtsiege, wie der jetzt gegen Bühl in Innsbruck sein wird, einzufahren. Und da müssen wir uns schon ein bisschen umstellen. Warum der Schritt jetzt in die deutsche Bundesliga? War Österreich irgendwann zu klein geworden? Wart ihr zu erfolgreich, dass ihr gemerkt habt, der Erfolg, der macht es langsam auch so ein bisschen ja, träge für die Zuschauer, für die Sponsoren? Es muss was anderes passieren? Ja, es war eine Gesamtheit. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Deutschland die viertstärkste Liga Europas ist. Das will ja, glaube ich, jeder, der was ein ambitionierter Volleyballer ist. Und wie gesagt, wir sind Champions League 8 Jahre. Da will man eigentlich hin in so eine Liga. Die Spezialsituation war in Österreich, dass wir eigentlich früher ja einen starken Konkurrenten in Wien gehabt haben. Der war ja ursprünglich der Meister, wie ich eingestiegen bin, und der hat auch Champions League gespielt. Den Verein hat es jetzt leider seit 7 Jahren nicht mehr gegeben. Deshalb war diese Rivalität Tirol gegen Wien und auch auf hohem Niveau, auf Champions League-Niveau, leider nicht gegeben. Der Nachfolgeverein Eichtop war auch nicht schlecht, aber die letzten 6 Jahre war immer das gleiche Finale und Innsbruck ist halt 10-mal Meister geworden, 4-mal hintereinander und einfach der Ligabetrieb war nicht mehr so, wie er sein soll. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich reinen Wein einschenken will. Ich habe viele Sponsoren gehabt, die mich 10, 15 Jahre begleitet haben. Denen habe ich immer was bieten können. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich das Produkt, wo man merkt, dass es ein bisschen abstumpft, dass es nicht mehr so am aufsteigenden Ast ist, wie es war. Will ich eigentlich nicht mehr eine Sponsoren nur 5 Jahre das Gleiche tun. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich vom Konzept nicht mehr ganz überzeugt war. Jeder weiß, dass wenn man Nachwuchsspieler im Volleyballsport, der Männer zum Volleyball bringen muss, braucht man eine Top-Mannschaft, braucht man ein Aushängeschild. Auch da hätte ich in der Zukunft gesehen, dass das ein Problem wird. Ja, und rundum sage ich, habe ich vor 20 Jahren den Verein freiwillig übernommen und jetzt habe ich mich mit meinem Präsidium auch freiwillig zurückgezogen. Also Spitzensport, Amateursport und Nachwuchs machen wir auch weiter. Das haben wir schon im Februar beschlossen. Dann kam die Geschichte mit Herrsching und dann haben wir gesagt, jetzt fangen wir nochmal neu an. Das Ganze ist ja nicht einfach so zu bewerkstelligen. Ihr habt diese Wildcard beantragt. Da wird auch eine ja, recht ordentliche Summe dann erstmal an die deutsche Liga gezahlt. Ich glaube 50.000 Euro, das ist ja auch kein Pappenstiel. Für viele Vereine ist das das Jahresbudget. Deshalb ist klar, dass die dann nicht so höhere Ziele anstreben können. Und ja, ihr werdet einen Teil der Spiele in Unterhaching austragen. Ich glaube 4. Die anderen Spiele in Innsbruck. Also es ist auch so ein bisschen so ein Hopping zwischen den Städten. Und Unterhaching hatte früher den Ruf, als sie noch erste Liga gespielt haben, sie sind die Disco der Liga. Danach haben die Herrschinger dann sozusagen das Zepter übernommen und sind jetzt die Partymeile. Wird auch das so ein bisschen vielleicht so der Schlagabtausch sein? Wer macht die, ich möchte mal sagen, die geilere Volleyballparty? Den Schlagabtausch, glaube ich, wird es nicht geben. Ich finde das Konzept von Herrsching sehr, sehr gut. Ich will aber nicht dem geilsten Club der Welt Konkurrenz machen, wie sie ihre Spiele präsentieren, aber ich will mich schon orientieren. Auch bei uns, ich habe immer gesagt, schauen Sie, wenn man ein Spiel in 45 Minuten gewinnt, rentieren sich keine Marketingmaßnahmen. Die Zuschauer wissen sofort von vorher, was ausgeht. Aber jetzt ist das ganz eine neue Situation. Wir haben auch sehr viel investiert in den Eventcharakter von unseren Spielen. Wir wollen hohen Volleyballsport, also ein hohes Niveau, aber auch als Event inszenieren. Ich weiß, dass gerade Zuschauer nur wegen dem Volleyball oder beim Sport grundsätzlich nur wegen dem Sport hingeht. Man will Sponsoren treffen, man will die Zuschauer sich amüsieren, man will auch rundherum Feeling haben. Und wir haben schon sehr viel investiert heuer in dieses Event,
dass wir wirklich den Zuschauern neben dem reinen Sport auch sehr viel bieten. Unsere Zielgruppe ist der Student in Innsbruck. Es gibt viele bayerische, deutsche Studenten in Innsbruck, die dort studieren. Das Ziel wäre, dass die gemeinsam... In Deutschland, in Numerus Clausus, aber nicht schaffen, die ja, gehen nach Österreich. Auch vielleicht teilweise, wir haben ein sehr gutes Medizinstudium, aber so, die Gründe sind natürlich meistens die, dass man vielleicht einmal hinaus will, ja, in die Stadt Innsbruck, weil Bayern und Tirol ist meiner Meinung nach zwei Regionen, die zusammenkennen, die sich sehr oft in der Vergangenheit schon verbündet haben. Ja, und wie gesagt, unser Ziel ist, dass wir die Studenten als neue Zielgruppe zu uns bringen. Da muss man natürlich was bieten. Ich beobachte das von Herrsching sehr genau. Ich finde, dass das genau zur Region passt. Ich finde es sensationell. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Ziel, noch der geilere Club zu werden, aber natürlich diesen Eventgedanken. Guter Sport in guter Atmosphäre, in ein gutes Event, ist absolut notwendig im Sport und sieht ja, dass das bei den anderen Sportarten auch nicht anders funktioniert. Es hat ja auch schon den ersten Schlagabtausch gegeben zwischen diesen beiden Mannschaften. Es gab ein Testspiel und die Alpenvolleys haben gewonnen. Max, von daher ist da jetzt eine Rechnung dann offen für diese anstehenden Spiele? Ja, wir haben ja, glaube ich, einige Spiele. Wir spielen im Pokal auch noch gegeneinander und es hat es da richtig gleich verbandelt, aber... Da letztendlich würde mancher ja vermuten, dass da was gedreht worden wäre. Letztendlich vielleicht. Gute Sache. Also ich hoffe, wir können da ein Spiel gewinnen von den Spielen, die wir gegen die Alpenvolleys haben. Letztendlich sind wir nicht in der Favoritenrolle, sondern wir sind in unserer alten bekannten Rolle. Wenn man die Tasche der ersten Liga anschaut, sind wir nach wie vor eher da hinten bei Rottenburg und KW. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ich einen super Kader da zusammen geschustert habe und auch einen Kader mit Zukunft. Und den du verändern wolltest nach der vergangenen Saison oder den du musstest, weil einige Spieler selber gesagt haben, sie wollen weiter, sie wollen was anderes machen. Wie war's? Ja, ich musste natürlich auf einer Seite, weil viele wollten diesen Profisport nicht mehr weitermachen nebenher, was auch sehr verständlich ist. Gleichzeitig ist es von unserer Seite so, dass wir uns weiterentwickeln wollen und wir hatten im ersten Jahr einen Profi, im zweiten fünf und im dritten sechs und jetzt haben wir halt mal zehn. Und wir haben auch zum ersten Mal die Chance gehabt, junge Spieler länger zu verpflichten. Und ich bin jetzt schon ein Trainer, ich bin schon der Meinung, ich mache Spieler besser. Und ich habe halt keine Lust mehr, dass mir dann diese Spieler weggenommen werden, wenn sie dann gut sind. Sondern versuche ich jetzt längerfristige Verträge zu machen und habe da dann Vertrauen in meine eigene Arbeit oder in die Arbeit von meinem gesamten Trainerstab, also inklusive Athletiktrainer, Physios etc., um diese Spieler halt nach vorne zu bringen. Und jetzt haben wir zwei junge Spieler zumindest mal länger als ein Jahr verpflichtet. Und das ist auch mehr der Weg, den ich jetzt gehen will. Weil unsere Ressource sind nur wir selbst. Aktuell können wir da geldmäßig mit kaum einer Mannschaft mithalten, aber ich denke, in unseren Ressourcen können wir in anderen Formen mithalten. Aber ihr könnt gleich mal schon sozusagen ermessen, wie gut diese neue Mannschaft dann vielleicht schon ist. Denn das erste Spiel wird gegen Berlin sein. Die Berlin Recycling Volleys, der deutsche Meister, gleich am ersten Spieltag bei euch zu Gast. Ja, geiler Einstand doch für die Saison. Ja, morgen fahren wir los in die Max-Schmeling-Halle und am Mittwoch ist das Spiel. Ich habe dieses Jahr, mir ist das Saisonziel bei der Tabellenplatz nicht so wichtig, aber ich habe gesagt, ich will dieses Jahr einen von den ganz großen schlagen. In den letzten vergangenen Jahren haben wir Frankfurt schlagen können, wir haben Düren schlagen können und wir sind zweimal knapp an Friedrichshafen gescheitert. Und dieses Jahr will ich halt Friedrichshafen-Berlin, würde ich sehr gerne schlagen. Ich zähle auch eher die Hypo-Alpen-Volleys, zähle ich ebenfalls zu den besseren Teams. Also mir reicht es, wenn wir da ein, zwei davon in dem Jahr mal schlagen können. Wir feiern das halt dann noch ein bisschen länger als die Mannschaften. Merkt man das länger. Viel zu feiern gibt es, glaube ich, bei den österreichischen, also für die Nationalmannschaft, für den österreichischen Volleyball da im Augenblick nicht so. Das ist wie, ich glaube, Fußball habt ihr, glaube ich, auch die WM verpasst. Bei der EM Deutschland, kann ich mir erinnern, waren im Finale, haben Silber gewonnen. Österreich wüsste ich gar nicht. Wo spielen die momentan so mit? Ja, also für die EM haben wir uns nicht qualifiziert. Da sind wir den Deutschen noch viel nach. Nächsten Sommer 2018 startet die Qualifikation für die EM 2019. Und ich hoffe, dass das österreichische Nationalteam mit meiner Hilfe vielleicht endlich einen Schritt nach vorne macht und sich mal für so ein Großturnier qualifizieren kann. Wie siehst du deine Situation jetzt in dieser Mannschaft, in dieser neu formierten Mannschaft? Auch ihr habt ja ordentlich umgestellt für diesen Start in der Bundesliga. Ja, ich würde sagen, wir sind auf allen Positionen sehr gut besetzt. Es ist ein harter Konkurrenzkampf. Und je nachdem, wer in der Woche am besten trainiert, der wird am Wochenende dann auch spielen. Und deswegen muss ich in jetzt Training mit 100% reingehen, zeigen, wozu ich fähig bin und dann wird meine Chance bekommen. Ich drücke dir den Daumen, Niklas, dass es gut läuft. Der Papa im Hintergrund, das kann ja
sehr befruchtend sein, kann ja auch vielleicht ein bisschen Druck machen, je nachdem, aber du bist es ja gewohnt, Zeit deines Lebens, von daher, glaube ich, nichts Neues. Ja, danke, dass ihr extra hergekommen seid und ja, dann mal schauen, wie diese alten Derbys dann funktionieren. Max, danke dir auch, drück die Daumen für eine gute Saison, dass es dann gleich vielleicht in Berlin schon mit dem ersten Kracher richtig losgeht für euch. Und wir sind am Ende der heutigen Sendung, sehen uns kommende Woche wieder hier in der Sportarena. Bis dahin, Servus.